Herzlich willkommen zurück zu Balthasar Stream. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, bin ich jetzt auf No? Yep, bin ich. Wir haben hier einen Checkpoint und sind im verbunden mit unserem Koma-Jung. So nenne ich den jetzt einfach mal. Unser Herrchen ist im Koma am Liegen. Und wir versuchen ihn irgendwie wieder aufzuwecken. So, hier können wir irgendwo runter. Oh nein, da sterben wir direkt an der Stelle. Ah, wir müssen sehr wahrscheinlich da hinten das Teil... Ja, ist ja egal, wenn wir sterben. Wir können ja da neu machen. Wir müssen, hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass wir erst sterben müssen, damit wir dann weiterkommen. Ah, der wirft den nicht dahin. Warum? Wie mache ich das? Kann ich so machen? Ah, das reicht auch nicht aus. Ich hätte gehofft, dass das irgendwie geht. Vielleicht... Ah, das ist ganz knapp. Oder muss der vielleicht noch viel weiter... Nee, das bringt auch nichts. Kann ich einfach hier so? Nee, kann ich auch nicht. Die haben kein Trampolin. Wie kriege ich das da? Ich muss das irgendwie runterschießen. Aber wie? Pff, das ist ganz langsam. Jetzt ist es runtergekommen. Warum auch immer. Also die Physik ist manchmal, wo ich denke, okay, wir müssen da hinten rüber schießen. Gar nicht so einfach. Zu kurz. Hoppala. Wieder zu kurz. Ja. Alles klar. Halt. Ah, aber der Ball ist drin. Und das ist das Wichtige. Mist. Okay, so direkt geht's nicht. Wir müssen hier ein bisschen nach rechts. Wieso? Ah, ich muss warten, bis die Energie weg ist. Genau, richtig. Ausdauer muss komplett verschwenden. So, dann geht's. Way to go! Run, Forest. Gut. Good job. Und wieder eine Cutscene. We are in trouble. The only way ahead is blocked by the meanest, fattest cat ever I seen. Don't worry. It's a Cthulhu. Was? You are the bravest cannon I know. Platt, die Riesenkatze. Ist das ein Bossgegner? Ah. Linox! Furious Cat Astrophy! Okay, wir haben einen Bossgegner. Cool. Wow! Bam, nimm das! Bam, nimm das! Und das! Und das! Können wir einfach hier abwarten? Ui, ui. Ah, oh, 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 oh. Ui, oh, die schreit. Da kommt sie wieder. Zack. Und zack. Und zack. Und... Ah, die mit ihren Katzen. Und dann hat sie immer wieder komplette Energie, so wie es aussieht. Das ist ärgerlich. So, ich gehe jetzt mal gucken, was hier alles so gibt. Kann man denn hier alles machen? Hier gibt es nochmal was. Okay. Oh, oh, oh. Scheiße, ich komme nicht mehr am Ball. Ja, und jetzt habe ich ein Problem. Mist, zieht er nicht rüber, ne? Doch, jetzt. So, komm mal hier rüber gejumpt. Nein! Ah! Wie fies. Genau, komm mal hier rüber. Wieso geht das nicht?
So, jetzt haben wir ein bisschen Energie abgemacht. Kommst du hier runter? Keine Lust? Mist. Dann hat sie wieder volle Energie. Ah. Ich hasse dich. Mistvieh. So. So, hat wieder zwei Punkte irgendwie weg an der Stelle. Bringt mich aber kein Stück weiter. Die Aktion. Shit. Shit. Kletter da hoch. So, ich muss da wohl hochkommen, um ihr den letzten Kill zu machen. Die kommt nicht mehr angesprungen. Ach, ist das ärgerlich. Ja, ich verstehe. Wir haben wieder keine Power mehr. Wegen deinem blöden Schrei. Oh, ja. Hol dir die Energie mal wieder. Und weil. Ach, Schande! Ach, ärgerlich. Halt, halt, halt. Wir haben keine Ausdauer. Ah, keine Ausdauer mehr. Ach, Mist. Mist. Schnapp dir das Teil. Ah, weg mit dir. Den Ball wieder haben. Den Ball wieder haben. Ach, scheiße. So, warten wir ab. So, das ist genau unter mir, das Vieh. Ja, niedergemacht. Also, zweimal treffen und dann flieht es und wir müssen diesen Parcours machen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, sie kommt nochmal angesprungen. Aber schön, unser erster Boss. I see it. Ruff. What's that? I suddenly feel very cold. Nein. He's mine, don't interfere or else. Was? Niemals! Oh no, I froze that monster. I have to fix this. Courage. Courage, Balthasar, whatever danach stand. Was haben wir denn hier? Durch Raum und Zeit in andere Dimensionen. Chapter 2. The Forest of Lost Dogs. Okay. Können wir hier wieder hin? Ah, in der Richtung ist nichts mehr. Schön. Schön, oder? You look distressed. Are you lost? I lost my friend. Have you seen him? A human? No, not lately. He's in danger. I don't know what to do. Hmm. Your kind has a keen sense of smell, has it not? The coin lost in the river is found in the river. I would need something with his scent. I believe your friend has misplaced the flying disc here once. Look to the stars. Use the magic glass. What? Das heißt, wir haben irgendwo ein Fernrohr oder sowas. Wahrscheinlich ein Teleskop. Oh ja, schön, dass der Text wieder so schnell ist. Lest mal selber. Ich habe selber jetzt nicht genau mitbekommen, was da stand. Das ist wahrscheinlich total wichtig für irgendein Rätsel, was gleich kommt. Aha, Baumstümpfe sind die neuen Save Points hier. Ja, also 3 Stunden wird nichts draus. Ne? Ich glaube, hab ich irgendwas von 10 Leveln gelesen? Wir sind im zweiten und wir haben schon fast 1 Stunde Spielzeit. Wie viel haben wir jetzt? Keine Ahnung. Oh, retry. Sehr wahrscheinlich stand da gerade irgendwas davon, dass diese komischen halluzinogenen Pilze mir Schaden machen. Und ich habe es nicht mitbekommen. Aber wie komme ich da drüber dann? Ah, nein! Das sind nicht die Pilze. Dahinter ist so ein komischer, pieksiger Busch. Das habe ich nicht erkannt. Was ein bisschen schade ist, hier fehlen so ein bisschen so Soundeffekte, wenn man erwischt wird. So irgendwas Krasseres. So, Kritik? Ich weiß nicht.
Können wir hier drin was? Ah ja, okay. In dem Baum war auch noch ein Ästlein. Ding! Way to go! Halt! Ja, das ist irgendeine Dornenhecke oder was auch immer das sein soll. Nein, man darf nicht zu lange draufbleiben, dann verschwinden die. Auch ganz wichtig. Oh ja, jetzt habe ich ein Problem. Ah nee, okay, die verschwinden nicht. Ich spring mal besser nicht, dass sie dann doch irgendwie verschwinden. Aha. Dann schauen wir mal nach den Sternen. Was, eine Rakete? Eine Rakete! Irgendwo ist eine Rakete. The Frisbee. It's in our space. That must have been a hell of a throw. It has dust and sand on it. I've got to fetch it. Hey, ich hab die Idee. Auf ins Weltall. Perhaps I can use the metal cylinder. Also mit der Rakete ab ins All den Frisbee wiederholen, damit wir schnuppern können, wo unser Herrchen sich befindet. Mensch, wenn das keine coole Idee war. Top-Entwickler. Zip. Also es hat Charme, das Spiel. Gefällt mir gut. Chapter 3. Ah, okay, die Kapitel werden beenden sich schneller, okay. Und jetzt haben wir hier Wildschweine. Ich komme, Wildschweini. Lass mich vorbei. Hopp. Hoppala. Was ist das denn da? Ah, hat er mich erwischt. Ich war doch viel weiter links. Betrug. Ah, verschwind mal. Excellent. Also vom Schwierigkeitsgrad, das zweite natürlich total easy im Gegensatz zu... Oh, im Gegensatz zu... Ah, nein, ich brauche die Druckwelle von ihm an der Stelle. Im Gegensatz zum ersten, das war viel schwieriger gewesen. Ja. Ah, was? Nein. Ah, fies. Fies. Na, komm. Jetzt renn mal hier rüber. So. Energie wiederholen. Schön vorsichtig. Ach, bitte. Crap. Okay. Und es ist eine andere Musik als im ersten Teil. Als im ersten Kapitel gewesen, oder? Die war doch anders eben, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine schon. Das finde ich also auch... Ah, shit. Ja, ich musste halt warten. Okay, jetzt können wir sehen, wo wir hinspringen können. Das ist gut, dann können wir es timen. Und der hier bleibt die ganze Zeit. Mist. Mist. So ist das bei Plattformern. Man muss es auswendig lernen. Ich dachte, er wäre noch da. Ah, das ist das falsche Timing hier. So. Jetzt deine Druckwelle mich hochboostet. Irgendwo nach da. Sehr gut. Da irgendwas machen? Nö, können wir nicht. Schade. Wow. Okay, ich verstehe. Panik. Uiuiui. Den sollten wir wohl hier rüber locken. Dann schnell durchrennen. X. Rein da. Schön. Kann man sogar in Gebäude rein. Aha, das muss man auch wieder timen. Ich vermute jetzt. Ah, das war knapp. Ja. Yep. Geht nicht. Ich will hier runtergehen. Wir springen einfach mal hier. Was ist das? Yeah, push the button. And let me go.
So, wir haben irgendwo was aufgemacht. Da geht's wieder raus. Das wollen wir nicht. So. Einfach mal springen. Einfach mal springen. Ah ja. Checkpoint. Und wir kommen hier auch nicht mehr hoch, ne? Ist das irgendwas Bedeutendes? Nee. Nö. Keine Bedeutung. Weiter geht's. Da kommen wir auch nicht hoch. Das heißt, wir müssen irgendwo hier lang. Mal gucken, ob hier rechts noch was ist. Das sieht nicht danach aus. Springen wir erstmal an. Ach. Erstmal an den links. Sehr gut. Da kommen wir nicht dran. Das heißt, wir müssen nach rechts. Oh, knappes Ding. Blöder Köter, wir speichern erstmal hier. Excellent! So, Druckwelle ausüben. Ausnutzen. Mist! Mist! Vielleicht müssen wir aber auch nach rechts. Nein, da ist nichts. Sein. Ja, so klappt's. So wird ein Schuh draus. Ja, yeah. Safe. Way to go. Wieso springst du da nicht hoch? War seltsam, ne? Aha. Jetzt machst du es. Danke. Und hier sollen wir wohl wieder raus. Sind jetzt ganz woanders. A lot of paths here. Easy to get lost. Keep it together, Balthasar. Jetzt müssen wir den richtigen Weg finden. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Hier scheint ja schon mal falsch zu sein. Warte! Zurück! Was ist das denn? What's this? A map! How convenient! Let me get my paws on that. Okay, wir sind da und wir sollen wohl nach rechts unten. Also da rechts rüber zu dem roten, vermute ich. Das heißt, wir müssen irgendwie... Oh, da kommen wir nicht lang. Wir können schräg nach links unten. Das geht doch gar nicht. Können wir hier irgendwo schräg links runter? Ist das der schräg links? Oh ne, das ist der einfach nur nach links, vermute ich. Ne, jetzt sind wir oben. Da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Das finde ich aber nett gemacht hier. Schön. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Wir machen das einfach mal. Dann sind wir tot. Okay, da geht es nirgendwo hin. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Welcher Ausgang ist das? Aha, da sind wir da. Von hier kommen wir aber nicht weiter. Das kann nicht sein. Hier muss noch ein anderer Weg sein. Das ist der, der nach links führt. Den wollen wir nicht. Wir müssen von hier irgendwie nach schräg links unten. Was, wenn ich hier runterspringe? Sind wir auch tot. So viel dazu. Das war der nach links, ne? Ne, das war der nach unten. Der führt uns aber auch nicht weiter. So, klettern wir mal hier hoch. Was bist du? Ah ja. Und jetzt müssen wir irgendwie nach rechts kommen.
Nee, wir müssen nach oben kommen. Genau, wir müssen jetzt nach oben und müssen dann nach schräg rechts. Hey, was haben wir denn hier? Ein Checkpoint, den wir aber an der Stelle nicht sitzen können. Gucken wir, ob das nach oben führt. Nein, das führt nicht nach oben. Wir sind in derselben Ebene. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Derselben Ebene ist vielleicht gar nicht so schlecht. Es stört ein bisschen, ne, dass die Map für die Jump'n'Run-Einlagen. Hier geht's nicht weiter, oder? Nö. Aber auch nicht schlimm. Moment, wo sind wir jetzt hier wieder? Das ist falsch. Direkt wieder zurück. Ach, du Schande! Nein! Ah, das ist ärgerlich. Okay. Hier oben, der war das, oder? Ja, das ist schon mal der richtige. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben kommen. Was wohl nicht über den ging. Was ist das hier? Da kommen wir nach da. Wollen wir aber gar nicht. Shit. Der nimmt nicht denselben Weg zurück dann. Kommt woanders raus. Das ist fies. Okay, wir sind wieder hier. Aber wenn ich denselben nehme. Ah, die haben mich reingelegt. Ich muss genau denselben nehmen. Wir müssen also ausprobieren, was passiert ist, wenn wir denselben nehmen. Wenn ich denselben nehme, könnte es sein, dass ich jetzt rechts runterkomme. Nein, tue ich nicht. Okay, das klappt schon mal nicht immer. Das ist also ein bisschen Zufall. Schade. Okay, wir gehen erstmal wieder hier hin, dass wir links nach unten kommen. So, da sind wir. Und wenn ich jetzt denselben nehme, komme ich nach oben. So weit sind wir. Jetzt müssen wir rausfinden, wie komme ich nach schräg rechts unten. Kann ich das mit der Maus gerade? Nee, geht nicht. Das machen wir beim dritten Video weiter, die Rätselei. Bis demnächst, euer Chojin.